So, hallo nochmal. Wie gesagt, Nachholung oder Wiederholung der Aufnahme, die in dem Semester, wo ich eigentlich die Aufnahmen gemacht hatte, nicht geklappt hat. Also dieses Thema haben wir dann beim letzten Mal übersprungen, kurz, um heute darauf zurückzukommen. Greedy-Algorithmus, das ist im Rahmen von Entscheidungsbäumen, von entscheidungsbasierten Verfahren. Wir sind da immer noch bei diesem Thema. Das ist die einfachste Möglichkeit, wie man überhaupt in so einem Entscheidungsbaum runtergehen kann, beziehungsweise wie man überhaupt Entscheidungen, eine Lösung schrittweise aus Entscheidungen aufbauen kann. Wir hatten es ein paar Mal schon gehabt. Ich habe da schon vorgegriffen. An ein paar Stellen hat sich angeboten, den Begriff Greedy-Algorithmus zu nennen. Und heute werden wir sehen, dass da viel mehr drin steckt als nur das, was wir da gesehen haben, dass es um mehr geht als einfach nur einen einzigen Zweig, einen einzigen Pfad von der Wurzel bis zu einem Blatt, bis zu einer einzelnen, zulässigen, vollständig konstruierten Lösung durchzugehen, ohne nach rechts oder nach links zu gucken. Das heißt also, jede Entscheidung, die irgendwo ansteht, wird einmal getroffen und nie wieder rückgängig gemacht. Das bezeichnet greedy. Also eigentlich werden Sie im Lexikon greedy finden als Übersetzung so etwas wie gierig, aber meines Erachtens trifft es viel besser, wenn wir das übersetzen mit kurzsichtig. Ja? Was das kurzsichtig Beste erscheint, das machen wir und machen das auch nie wieder rückgängig. So, wir werden eine besondere Situation. Also viele algorithmische Konzepte, genauso wie auch aus anderen Bereichen, haben eine sehr spezielle Bedeutung und eine sehr allgemeine Bedeutung. Denken Sie etwa in der Chemie an Alkohol, hat eine sehr spezielle Bedeutung in Form von Ethanol und in der Chemie eine breitere Bedeutung. Da ist der unser typischer Speisealkohol nur ein Alkohol unter vielen. Und genauso ist es beim Greedy-Algorithmus. Man hat einerseits ganz allgemein kann man alles als greedy bezeichnen, was eben so kurzsichtig vorgeht und nie wieder eine Entscheidung, die man mal getroffen hat, rückgängig macht. Oder umgekehrt, oder eingegrenzt, und da wird es dann auch interessant, theoretisch, dass wir bestimmte Situationen betrachten, die sehr, sehr häufig sind, die auch in den Beispielen, die wir immer wieder betrachten, auch genauso vorkommen, die wir dann ein wenig mathematisch auch beleuchten können. Und das wollen wir hier auch tun. Nur einführend, auch das ist wieder ein Thema, wo man ein ganzes Semester mit füllen könnte. Wenn man das macht, würde man die entsprechende Vorlesung aber vielleicht eher in der Mathematik ansiedeln, weniger in der Informatik. Wir werden ein bisschen Mathematik hier brauchen. Einer der wenigen Punkte in dieser Lehrveranstaltung, wo wir tatsächlich mal mathematisch werden. Aber ich denke, es sind alle Voraussetzungen da, dass Sie das verstehen können, und wir werden doch nicht so tief, also wir werden jetzt nicht mit Analysis oder so etwas herumhantieren müssen. So, das, was Sie hier sehen, kennen Sie, Unabhängigkeitssysteme, kennen Sie durch Beispiele. Nehmen Sie die beim Spannen Bäumen. Nehmen Sie die Menge aller oder vergessen wir spannende Bäume. Nehmen Sie die Menge aller Graphen, die zykelfrei sind. Ja, diese Graphen können wir durch ihre Kanten jeweils repräsentiert sehen, denn ob ein Graph zykelfrei ist oder nicht, das hängt dann von den Kanten ab. Das ist ein Unabhängigkeitssystem, denn es erfüllt diese Bedingungen. Denn die leere Menge, also die leere Kantenmenge, wenn alle Knoten isoliert sind, ist der Graph natürlich zykelfrei. Und wenn Sie aus einem zykelfreien Graphen eine Kante oder mehr Kanten herausnehmen, also zu einer Teilmenge übergehen, dann bleibt es natürlich zykelfrei. Durch Wegnahme von Kanten schließen sich keine Zykel, logischerweise. Oder was wir immer hier betrachtet hatten, nee, was würde ich jetzt sagen wollen? Oder nehmen Sie die Menge der zulässigen Lösungen für unser Möbelpackungsproblem. Ja? Die leere Menge
an Möbelstücken ist natürlich zulässig. Ja, es ist nicht besonders sinnvoll, wenn Sie die Möbel transportieren wollen, mit einem Möbelwagen zu fahren, wo Sie nichts reingetan haben, aber es ist zunächst einmal zulässig. Und wenn Sie eine zulässige Lösung Y haben, also eine Auswahl von Möbelstücken, die alle in Ihren Möbelwagen reinpassen, die zulässige Zuladung nicht überschreiten, dann ist natürlich auch jede Teilmenge davon eine zulässige Lösung. Ja, wenn die Ihre Auswahl die zulässige Lösung nicht überschreitet und Sie nehmen sogar weniger Möbelstücke weg, ja, Sie laden wieder ein paar Möbelstücke aus, dann ist das natürlich auch die zulässige Zuladung nicht überschritten. Nicht überall ist das so. Denken Sie an das TSP. Wenn Sie eine Rundtour haben und da Kanten rausnehmen, ist es keine Rundtour mehr. Das heißt, eine Rundtour, die Menge der Rundtouren auf einer gegebenen Punktemenge ist kein Unabhängigkeitssystem. Woher kommt der Name? Das werden wir noch ein bisschen streifen. Der Name kommt daher aus der linearen Algebra, nämlich Mengen von Vektoren. Wenn Sie eine Vektormenge haben, die unabhängig ist, linear unabhängig ist, ich denke, Sie wissen noch dunkel aus der Mathe, was das so ungefähr bedeutet. Es bedeutet geometrisch, eben wenn beispielsweise bei zwei Vektoren, dass sie nicht parallel sind, nicht auf einer Geraden liegen, und bei drei Vektoren bedeutet lineare Unabhängigkeit, dass sie nicht in einer Ebene sind und so weiter und so fort. Daher kommt das. So, vielleicht noch eine Schreibweise hier. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem der letzten Termine. 2 hoch e ist eine, naja, ich will fast sagen, typischer Mathematiker-Humor, aber eigentlich eine ganz praktische Schreibweise. Das ist die Menge aller 0,1-Vektoren auf der Kantmenge, beziehungsweise, was dazu völlig analog ist, völlig äquivalent ist, die Menge aller Teilmengen der Kantenmenge, sprich die Potenzmenge der Kantenmenge. Darum geht es, ja. Sie haben beispielsweise bei dem, was ich sagte, von einem gegebenen Menge von Möbeln, die Sie transportieren wollen, gibt es Auswahlen, die also Teilmengen, oh, Elemente, Entschuldigung, Elemente der Potenzmenge, die zulässig sind, die Sie transportieren können, ohne die zulässige Zuladung zu überschreiten. Das sind die Elemente in F. Und diese Elemente in F heißen dann, angelehnt an die lineare Algebra, diese Mengen heißen unabhängig. Ja? Beachten Sie auch in der linearen Algebra, es sind nicht zwei Vektoren linear unabhängig, das ist eine verkürzte Schreibweise, es sind immer Mengen von Vektoren linear unabhängig, und genauso nennt man das dann allgemein. Die anderen nennt man dann abhängig, auch wieder in Anlehnung an die lineare Algebra. Wenn eine gegebene Menge von Vektoren nicht unabhängig ist, also wenn beispielsweise drei Vektoren in einer Ebene sind, dann ist da eine Abhängigkeit drin, und deshalb nennt man diese Menge abhängig. Und auch in Analogie zur linearen Algebra, auch da ein Begriff hergenommen, Basen. In dem Beispiel mit den abhängigen oder unabhängigen Vektoren sind die Basen genau die größten unabhängigen Mengen in einem Vektorraum. Gut. Beziehungsweise, das ist folgendermaßen, kann man das auch sehen. Das ist eigentlich eher die Sichtweise, die hier zu dieser Begriffsbildung geführt hat. Wenn Sie eine ge gewisse Menge von Vektoren haben, wir werden hier immer im endlichen Bereich bleiben, aber theoretisch könnte man sich auch hier über unendlich viele Vektoren, auch über unendlich dimensionale Vektorräume unterhalten. Das machen wir alles nicht. Endlich dimensional, endlich viele Vektorräume. Entschuldigung, endlich viele Vektoren. Wenn Sie eine Menge von Vektoren haben, dann spannen die zwangsläufig einen gewissen Raum auf. Das kann der gesamte Vektorraum sein, der gesamte R hoch n, in dem die Vektoren drin sind, kann aber auch ein Unterraum davon sein. Erinnern Sie sich dunkel. Und eine Basis ist dann eine Auswahl, eine unabhängige Auswahl
von diesen Vektoren, die genau denselben Raum aufspannt, die die Gesamtmenge dieser gegebenen Vektoren aufspannt. Daher kommt diese Begriffsbildung, mit der wir hier ganz praktisch arbeiten können. Das können Sie immer noch als zusätzliches Verständnismöglichkeit im Hinterkopf behalten, so Sie die Linearalgebra mit dem Begriff Verständnis verknüpft sehen. So, wir wir könnten hier im Prinzip zwei Beispiele, zwei Problemstellungen betrachten, die von Interesse sind. Das erste ist das einfachere und darauf werden wir uns dann konzentrieren können, weil das zweite sich auf das erste zurückführen lässt. Und zwar Maximierungsproblem ist, Sie haben wieder ein Unabhängigkeitssystem auf, denken Sie an Features. E ist traditionell abgekürzt als Kantenmenge, weil viele Unabhängigkeitssysteme auf Kanten definiert sind, aber das ist nur eine reine Tradition. Sie können ganz allgemein auch wieder an Feature-Mengen denken. Wir hatten ja öfters mal hier Feature-Mengen als Grundmenge und die zulässigen Lösungen waren Auswahlen dieser Feature-Menge, dieser Basismenge. Und hier verstehen Sie das C, auch wenn C für Kosten steht, verstehen Sie hier als Profit. Und Sie wollen eine unabhängige Menge finden, eine unabhängige, hier X-Element aus F, sodass die Profite maximiert sind, definiert als Summe der Profite der einzelnen Features, die Sie in der Auswahl haben. Bitte. Ja, okay, das C ist definiert, dass es von E nach R abbildet. Das war die Frage. Ja, dazu stehe ich auch, dass das so ist. Das X ist aus F. Und Sie sehen, wo ich das X hier auftritt, nämlich im Index. Das C läuft überall über gewisse Elemente der Kantenmenge E, nämlich diejenigen, die in F drin sind, ist aber über alle definiert. Muss auch über alle definiert sein, denn wir wissen ja nicht vorher, wie das F aussieht, welche Auswahl wir da drin haben. Ist die Frage beantwortet? Sie meinen hier, nein, nicht von F, denn F ist zu finden. Nicht von F, von Groß F. F ist eine Menge von Teilmengen von E. Das ist der Punkt. Und wenn Sie jetzt ein X haben, dann ist das eine Teilmenge von E. Und wenn Sie jetzt über alle Elemente von X summieren, dann summieren Sie über Kanten, also über Elemente von E. Und dann passt das mit der Signatur. Sie haben noch ein C definiert? Ja, das hier. Ach so, okay. Sie kennen Operatorüberladung oder Methodennamenüberladung. Das gibt es natürlich auch in der Mathematik, dass wir hier auf der rechten Seite, wo der definierende Ausdruck steht, etwas Bekanntes eingesetzt wird, nämlich dieses C hier oben. Und dass auf der linken Seite dann hier durch das Doppelpunkt gleich etwas Neues definiert wird, was gleich benannt ist, Methodennamenüberladung. Aber eben, da habe ich mir dann die Signatur gespart, wie jetzt diese Funktion definiert ist. Die Signatur hier bezieht sich auf das C hier auf der rechten Seite. Okay, dann haben wir das geklärt. So, hier bei Minimierung stellen wir uns wie immer das C als Kosten vor und wir wollen jetzt die Kosten minimieren. Nun ist der Punkt natürlich der, wir haben es in der Regel mit nicht negativen Kosten oder sogar positiven Kosten zu tun oder überwiegend damit zu tun. Dann ist die leere Menge natürlich die beste Lösung, die wir haben können. Das macht wenig Sinn als Problemdefinition, sondern was wir hier fordern ist, eine Basis zu finden, sodass wir hier ein Minimum haben. Denken Sie an spannende Bäume. Die spannenden Bäume, hätte ich gleich bei der letzten Folie sagen können, sind die Basen. Die Bäume sind die Basen bei den zykelfreien Graphen. So wie Sie bei einem Baum eine weitere Kante hinzufügen, haben wir hier eine Abhängigkeit drin, sprich einen Zykel. Ja? Abhängige
Kantenauswahlen bei diesem Unabhängigkeitssystem sind Auswahlen, die nicht zirkelfrei sind. So, das eine kann man in das andere überführen, denn was hier oben rauskommt, wenn Sie positive Profite haben, ist zwangsläufig eine Basis, ja? Wenn Sie eine unabhängige Menge herausbekommen und Sie haben positive Profite, was der Normalfall ist, wenn Sie eine unabhängige Menge als Ergebnis rausbekommen und die ist nicht keine Basis, dann heißt das, Sie können noch ein Element zufügen oder noch mehr zufügen, bis es eine Basis ist und dann können Sie sich nur verbessert haben. Gut. Hier der Punkt, denken Sie wieder an spannende Bäume. Ob eine Menge von Kanten zirkelfrei ist, da haben Sie etwa im Algorithmus von Kruskal ein Orakel, was Ihnen sagt, erinnern Sie sich daran, wenn ich die Kante einfüge, bleibt es zirkelfrei oder bleibt es nicht zirkelfrei. Das ist hier ein Beispiel für das, was hier gemeint ist, dass Sie einfach ein Element reingeben können in irgendeiner Form und Sie kriegen die Antwort raus, ob es zirkelfrei ist oder nicht. Also Sie haben nicht immer diese, also natürlich in der Regel haben Sie diese Teilmenge der Potenzmenge der Kanten oder der Elemente nicht gegeben, durch explizite Aufzählung, weil es typischerweise exponentiell viele sind. So, hier ein paar Beispiele noch. Ein paar Beispiele hatte ich jetzt schon mündlich genannt. Jetzt muss ich nachdenken, was war das? Was war Maximum Weight Stable Set Problem? Das haben wir irgendwo vorher mal definiert gehabt. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Schauen Sie einfach mit Google nach, was das genau ist. TSP haben wir eben gesagt, ist ein Beispiel dafür, dass es keine oder dass die Rundtouren sind keine unabhängige Menge, kein Unabhängigkeitssystem, Entschuldigung. Aber wenn Sie sagen, wir betrachten alle Teilmengen von Rundtouren, die auch hamiltonische Kreise genannt werden, weil sie alle Punkte durchlaufen, hatten wir schon mal. Wenn Sie alle Teilmengen von Rundtouren betrachten, dann ist das natürlich wieder ganz trivialerweise ein Unabhängigkeitssystem, denn wenn Sie von einer Teilmenge einer Rundtour Elemente rausnehmen, dann ist es weiterhin eine Teilmenge der Rundtour und die leere Teilmenge ist natürlich auch eine Teilmenge der Rundtour. Die leere Menge ist per Definition Teil von jeder Menge, Teilmenge jeder Menge. Kürzestes Pfadeproblem, genau dasselbe. Also normalerweise kürzeste Pfade sind natürlich kein Unabhängigkeitssystem. Wenn Sie aus einem Pfad eine Kante rausnehmen, ist es kein Pfad mehr. Und wenn Sie aber zu Teilmengen übergehen, dann ist das wieder ein Unabhängigkeitssystem. Knappsackproblem hatten wir eben als Möbelpackungsproblem. Minimum Spanning Tree. Das hatten wir eben auch gesagt. Die zykelfreien Subgraphen eines Graphens, also die zykelfreien Kantenauswahlen eines gegebenen Graphen, sind ein Unabhängigkeitssystem und die spannenden Bäume sind genau die Basen. Die spannenden Bäume sind genau die zykelfreien Graphen, wo Sie keine Kante mehr hinzufügen können, ohne dass Sie einen Zykel schließen. Wobei ich sagen muss, wenn der Graph zusammenhängend ist, sind es die spannenden Bäume. Wenn der Graph nicht zusammenhängend ist, dann besteht eine Basis aus einem spannenden Baum in jeder einzelnen Zusammenhangskomponente. So, Matching, maximales Gewicht. Sie erinnern sich, was Matching bedeutet. Gegeben ist ein ungerichteter Graph, jetzt mit Kantengewichten. Gesucht ist eine Auswahl von Kanten, sodass keine zwei Kanten einen Endknoten gemeinsam haben. Und das ist auch wieder ein Unabhängigkeitssystem. Ja, die leere Menge, das leere Matching ist ein Matching. Und wenn Sie aus einem Matching Kanten rausnehmen, dann ist die definierende Eigenschaft von Matchings weiterhin erfüllt. Keine zwei Kanten haben einen Endknoten gemeinsam.
Also Unabhängigkeitssysteme, wo sie hinschauen. So, wir brauchen nur das Maximierungsproblem anschauen. Also wir betrachten hier eigentlich immer in der hier den Normalfall, wie er aus der Praxis kommt. Wie gesagt, positive Profite bzw. positive Kosten. Auch wenn die Algorithmen mit was anderem auch klarkommen könnten, prinzipiell. In den Fällen, die uns jetzt interessieren werden, haben die Basen alle die gleiche Kardinalität. Das kennen Sie von Min-Spanning-Tree. Alle spannenden Bäume haben dieselbe Anzahl von Kanten, nämlich Knotenzahl minus 1. Das kennen Sie auch aus der linearen Algebra. Alle Basen eines Vektorraums haben dieselbe Anzahl von Vektoren, nämlich so ist gerade die Dimension des Vektorraums definiert, durch die Anzahl von Vektoren in einer Basis. Und die ist für einen Vektorraum, egal wie die Basis aussieht, jede Basis hat dieselbe Anzahl. So. Wenn das der Fall ist, oder denken Sie an Rundtouren, alle Rundtouren haben dieselbe Anzahl von Kanten, nämlich Anzahl Knoten viele. Wenn das der Fall ist, wenn alle maximalen, nicht mehr erweiterbaren, unabhängigen Mengen gleiche Kardinalität haben, dann können Sie Maximierung und Minimierung auswechseln. Dann können Sie nämlich, wenn Sie von Minimierung auf Maximierung kommen wollen, dann können Sie alle Kosten negieren, ins Negative setzen und alle um denselben Summanden hochziehen, sodass alle diese Werte wieder im positiven Bereich sind. Das geht nur, wenn alle maximalen Lösungen gleiche Kardinalität haben, weil dann alle maximalen Lösen um dieselbe Gesamtsumme an Summanden erhöht worden ist, sodass es keine Verfälschung gibt. Ja, wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, bei kürzestem Faden haben Sie die Situation, Sie haben zwei Pfade von S nach T. Der eine Pfad hat eine Kante, der andere Pfad hat zwei Kanten. Und wenn Sie jetzt beispielsweise die Situation haben, dass die eine Kante auf dem einen Pfad, jetzt muss ich nachdenken, wie ich das richtig mache. Ich muss mal erstmal rumspielen, ob das passt. Die beiden Kanten auf dem einen Pfad haben beide minus 1 und der hat der hat Kantenlänge auch minus 1, richtig? Nee, ich muss noch rumspielen oder vielleicht können Sie mir helfen, rumspielen. So. Ich muss das Ganze jetzt erhöhen. Hier jetzt ist dieser Weg kürzer als der hier, mit zwei Kanten kürzer als mit einer Kante. Und wenn ich das alles so weit erhöhe, dass wir positive Kantenlängen haben, dann muss ich das alles beispielsweise mit dem Wert 2 erhöhen. Dann wird plötzlich die. Genau, das müsste doch so passen. Ja, also. Wir haben zwei Pfade von S nach T. Einer hat Länge 1, er hat eine Kante und der andere hat zwei Kanten und alle Kanten haben Länge minus 1. Dann ist der Pfad mit den zwei Kanten der kürzere, der hat Gesamtlänge minus 2. Und wenn wir jetzt alles so weit erhöhen, dass alle Kantenlängen positiv sind, dann würden wir sie, wenn wir ganzzahlig bleiben wollen, alle um 2 erhöhen. Dann sind sie alle plus 1. Und dann ist plötzlich der Pfad mit nur einer Kante der kürzeste. Ja, also in dem Moment, wenn alle zulässigen Lösungen, die maximalen zulässigen Lösungen, nicht die nicht mehr erweiterbaren zulässigen Lösungen, wenn die nicht gleiche Kardinalität haben, funktioniert der Trick nicht. Und deshalb ist es auch bei kürzesten Pfaden eben wird es deutlich schwieriger, wenn Sie negative Kantenlängen hier haben können. Also Sie können nicht einfach diesen Trick machen und die negativen Kantenlängen auf positive Kantenlängen hochziehen oder so etwas. Aber bei den Beispielen, die wir hier betrachten, geht das sehr wohl und deshalb können Sie ohne Einschränkung sagen,
Anstelle eines Minimierungsproblems betrachten wir das Maximierungsproblem. Vielleicht, wenn Sie da nochmal nachschlagen wollen. In meinem Video zur GDI2 zu spannenden Bäumen habe ich genau diese Transformation nochmal speziell bei diesem Beispiel genauer erklärt, weil ich da den Algorithmus von Kruskal auch auf Maximierung statt Minimierung laufen lasse. Und eigentlich interessiert einen typischerweise bei spannenden Bäumen die Minimierung der Kosten. So, wie sieht der Algorithmus dann aus? Der Greedy-Algorithmus, den kann man sich dann so vorstellen. Wir sortieren alles, die einzelnen Features, in absteigender Reihenfolge der Kosten. Wir beginnen mit der leeren Menge und wir gehen in absteigender Reihenfolge der Kosten alle Features durch und wir haben immer eine aktuelle Menge f dabei, die stetig wächst, nämlich durch diese Zeile. Wenn wir dieses aktuell in diesem Durchlauf be betrachtete Feature reinnehmen können, sodass es immer noch unabhängig bleibt, dann nehmen wir es rein. Und Sie sehen schon, da hier nichts anderes weiter mehr passiert, heißt das, wir treffen hier die Entscheidung, ob wir das Feature reinnehmen oder verwerfen. Und diese Entscheidung werden wir nie wieder rückgängig machen, weil hier ist nichts mehr weiter in dem Algorithmus drin. Sollte Ihnen bekannt vorkommen, das Schema aus der GDI2? Das ist der Algorithmus von Kruskal. Und wir werden sehen, dass der Algorithmus von Kruskal auch der Beweis, warum der korrekt ist, dass das nichts anderes als ein spezielles Beispiel für diesen allgemeinen Greedy-Algorithmus ist. So, Best In ist das, also wir sortieren die absteigend nach Profiten und versuchen immer das Beste, das Zweitbeste, das Drittbeste und so weiter reinzukriegen. Ich will nur, wir werden uns damit nicht befassen, ich will nur der Vollständigkeit halber auch noch sagen, man kann das auch umgekehrt sehen. In manchen Kontexten ist es sinnvoll, umgekehrt zu gehen, zum Beispiel in Kontexten, wo fast alle Features in der Lösung drin sind, könnte das sinnvoll sein. Sie sortieren jetzt auch wieder absteigend. Und fangen jetzt nicht mit der leeren Menge an, sondern fangen mit der gesamten Menge an. Sie haben also am Anfang erst einmal alle Elemente drin. Wenn das unabhängig ist, wunderbar, wird es aber im Allgemeinen nicht sein. Sie machen jetzt die Schleife umgekehrt. Wenn Sie, das ist jetzt, achso, Entschuldigung, das ist jetzt für Minimierung formuliert, kann man natürlich auch für Maximierung formulieren, muss man einfach nur die Reihenfolge der Features umdrehen. Wenn Sie aus diesem Minimierung, also Kosten, wenn Sie aus diesem sehr, sehr teuren Feature, wenn Sie dieses teure Feature rausnehmen können und es ist immer noch eine Basis drin, also beispielsweise Sie nehmen bei TSP alle Kanten zuerst rein und Sie nehmen ein Feature dann raus, wenn immer noch eine Rundtour in dem Rest drin ist. Also wenn Sie ein Feature rausnehmen können, und Sie kommen immer noch zu einer Maximallösung, zu einer Basis, dann nehmen Sie das raus. Aber wie gesagt, damit werden wir uns hier nicht befassen, das nur der Vollständigkeit halber, dass man das auch so rum greedy-mäßig sehen kann. Also nicht die Entscheidung, was nehme ich rein, sondern die Entscheidung, was nehme ich raus. Denken Sie an Möbelwagen. Es passt fast alles rein. Sie treffen also im Prinzip in Gedanken nicht die Auswahl, was Sie reinnehmen, sondern Sie treffen die Auswahl, was Sie da lassen. So, wie gut ist der Greedy-Algorithmus? Wir werden jetzt eine notwendige und hinreichende Bedingung sehen, dass der Greedy-Algorithmus auf einem gegebenen Unabhängigkeitssystem garantiert die optimale Lösung liefert, egal wie die Kostenfunktion darauf aussieht. Oder Profitfunktion sollte ich eigentlich bei Maximierung sagen. Also sehen Sie mir bitte nach, wenn ich jetzt öfters mal von Kosten spreche, obwohl wir bei Maximierung sind. So. Bei lokaler Suche hatten wir eine notwendige hinreichende Bedingung, nämlich dass die Nachbarschaft exakt ist. Hier wird das Leben nicht ganz so einfach sein. Es wird etwas komplizierter sein. Und das Stichwort, unter dem wir das hier betrachten werden und unter dem Sie es auch in der Literatur finden, ist Matroide. Auch hier wieder natürlich angelehnt an die lineare Algebra, die Begriffsbildung. So, die Definition. Ich will das versuchen, zunächst einmal hier zu motivieren mit
Mit Fingerspielereien mit Vektoren. Also, ich habe an der einen Hand die zwei Vektoren, Daumen und Zeigefinger. Und wenn ich die abspreize, sind die beiden unabhängig, linearunabhängig. Ich habe auf der anderen Hand drei Finger und wenn ich die so spreize, dass der Zeigefinger noch, der Mittelfinger noch nach vorne zeigt, Zeigefinger nach oben, dann habe ich da ebenfalls Linearunabhängigkeit. Ja? Nichts weiter zu sagen, ja. Kindergarten. Fingerspiel im Kindergarten. Und das ist genau die Situation hier erst einmal. Wir haben zwei Elemente mit unterschiedlicher Kardinalität. Ja, in meinem Fingerbeispiel 2 und 3. So, und die Behauptung ist, dass dann im größeren von beiden, also in den drei Fingern der rechten Hand, ein Element findet, das ich zu den Zweien hier hinzunehmen kann und das Ganze ist weiterhin unabhängig. Eine sehr, sehr merkwürdige Definition. Aber gucken wir uns das nochmal an mit den Fingern. Ja. Wenn ich jetzt meine Fingerspielereien jetzt zusammennehme, die beiden Hände, egal wie ich jetzt die eine Hand gegen die andere Hand drehe, es bleibt immer ein Finger übrig, den ich von der rechten Hand sozusagen amputieren, transplantieren könnte an die linke Hand in dieselbe Richtung. Und die drei Finger sind wieder unabhängig, sind linearunabhängig, zeigen in drei. Sind nicht in einer Ebene. Ja, egal wie ich das mache, die beiden gegeneinander zu drehen, es ist immer der Fall. Und das ist bei Vektoren im Bereich Linear Algebra auch immer der Fall. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Basisaustausch, ein Element aus der Basis raus, ein anderes Element in die Basis rein, Steinitzsches Austauschlemma, Steinitzscher Austauschsatz. Mit solchen Begriffen würden Sie das da finden. Ich weiß nicht, ob das zurzeit in der Mathe irgendwo gelehrt wird. Also entweder Mathe für Informatiker oder sonstige Andersgläubige oder eben Mathematik für Mathematiker. Weiß ich nicht. Also auch es ist so bei Vektoren, wenn Sie eine größere Vektorenmenge haben und eine kleinere Vektorenmenge, dann können Sie aus der größeren Menge immer einen Vektor finden, den Sie zur kleineren dazufügen können. Und dann ist die kleinere plus diesem Vektor immer unabhängig. Beachten Sie, dass Sie sich diesen Vektor, den Sie transplantieren, nicht aussuchen dürfen. Ja? Denken Sie wieder an das Fingerspiel. Wenn ich das so mache, Zeigefinger an Zeigefinger, Daumen an Daumen, dann ist der Mittelfinger derjenige, den ich nehmen kann. Aber wenn ich das zum Beispiel so richte, dann ist es der Daumen, den ich rübernehmen kann. So, ich hoffe, das war jetzt anschaulich genug für dieses doch eher unanschauliche Thema. So, wie kommt es zum Namen Matroid? Also, vielleicht bleiben wir nochmal dabei. Wir werden auch gleich sehen, ich glaube, das ist eine eigene Folie, dass auch die zyklisch-freien Subgraphen eines Graphen, wo ja den spannenden Baum in die maximalen Mengen sind, dass das auch ein Matroid ist. So, das kommt von Matrizen. Man stellt sich dahinter die Spaltenmenge einer Matrix vor. Das sind die endlich vielen Vektoren, mit denen man rumhantiert. Daher kommt das. Und da sich der Name Matroid hier verselbstständigt hat, wenn man ganz konkret von diesem Anwendungsfall mit Vektoren sprechen will, dann nennt man das dann nochmal doppelt gemoppelten keine Ahnung, wie man das jetzt ins Deutsche übersetzt. Also ein mit Matrizenmatroid oder so ähnlich. Oder auch die triviale Sache, wenn Sie als Unabhängigkeitsmenge alle Teilmengen haben, die eine gewisse Kardinalität nicht überschreiten, ist das natürlich trivialerweise auch ein Matroid. Denn wenn Sie hier beim Y kleiner als x, x ist zulässig, das heißt, überschreitet die Zahl k nicht die Kardinalität, dann überschreitet Y, dann können Sie natürlich irgendein Element, was in x, aber nicht in y ist, dazu nehmen und y plus diesem Element überschreitet die Kardinalität k natürlich auch nicht. So, Grafikmatroid ist das, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. E ist die Menge aller Kanten eines ungerichteten Graphen und unabhängig ist eine Auswahl von Kanten dann, wenn sie keinen Zyklus enthält. Sprich, wenn sie ein Wald ist. Das heißt also,
nicht unbedingt zusammenhängend, aber eben zykelfrei. Und die Behauptung ist, dass das ein Matroid ist, dass also diese Bedingung erfüllt ist. Und das würde ich gerne an der Tafel vorführen und dann auch wieder, wie ich das vorher auch schon gemacht habe, fotografieren. Das Tafelbild, das ist mal wieder eine Low-Tech-Variante, aber hat den Vorteil, dass es nicht mehrere 10.000 Euro kostet, das so zu machen. So, ich habe in beiden Lehrveranstaltungen jetzt in der Evaluation übrigens den Hinweis bekommen, dass ich das vielleicht doch mal mit dem Tablet oder so machen sollte statt an der Tafel, werde ich mal nächstes Semester eine algorithmische Modellierung ausprobieren. Muss ich eigentlich sowieso machen, weil in der GDI 2 im Audimax gibt es keine Tafeln. Also wenn ich, und OH-Projektor habe ich es auch schon gemacht. Das ist auch nicht die wahre Kunst. Also ich werde das dann mal mit Tablet versuchen. Also wenn jemand einen Vorschlag hat, was ich mir dafür besorgen soll, gerne mit Link auf Kaufmöglichkeit an mich. So, wie haben wir jetzt hier die Situation? Also, wir wollen zeigen, dass die Matroid-Eigenschaft erfüllt ist, dieses Axiom M3. Das heißt, wir nehmen uns zwei zykelfreie Teilgraphen her und nehmen an, dass dass diese Eigenschaft nicht gilt. Also hier zwischen x und y. Das ist, dass ich kein x, klein x in der Menge groß x finde, sodass ich y mit diesem kleinen x erweitern kann. Die Eigenschaft sagt, wenn groß x größere Kardinalität hat als groß y, dann muss ich sowas finden. Umgekehrte Logik, ich muss beweisen, wenn ich sowas nicht finde, dann ist x nicht größer als y. Bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich denke, es ist die korrekte logische Kontraposition. Ich will versuchen, das mal zu skizzieren an der Tafel mit einer Skizze, wie das Ganze aussehen könnte. Was ich hier aufzeichne, diese Knubbel, sind die Zusammenhangskomponenten von, jetzt muss ich überlegen, welches von beiden ich da hernehmen muss, die Zusammenhangskomponenten von Y. Zusammenhangskomponenten von Y. So. Das heißt, Zusammenhangskomponente heißt, in jedem davon ist Y ein spannender Baum. So, ich deute das hier nun mal so an. Ja, wenn zykelfrei und wenn nicht zusammenhängt, dann haben wir zwei Zusammenhangskomponenten und nicht eine. So, hier mache ich das nur noch mal ein bisschen so. So. Gut. Hier haben wir überall innerhalb von jedem in jedem einzelnen dieser Zusammenhangskomponenten haben wir Anzahl Kanten von Y ist gleich Anzahl Knoten der Zusammenhangskomponente minus 1 gleich maximal möglich. Ja, in jeder Zusammenhangskomponente ist Y maximal möglich. Ist das soweit erstmal klar an dieser Stelle? Bitte? Kanten von Y innerhalb der Zusammenhangskomponente. So ist das zu verstehen. Damit klarer?
Also Y zerfällt in Zusammenhangskomponenten. Gucken Sie sich den Algorithmus von Greedy an, Visualisierung des Algorithmus von Greedy, zum Beispiel mein Video dazu zur GDE2, wo Sie dann diese wachsenden und auch zusammenwachsenden Zusammenhangskomponenten sehen. So, wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass ich, wenn jetzt x eine Kante haben könnte zwischen zwei Zusammenhangskomponenten, diese Kante hier, dann könnte ich diese Kante, also wenn das unser, wenn das so ein kleines x aus Groß X sein könnte, dann könnte das dieses kleine x hinzugenommen werden zu y und es wäre immer noch zirkelfrei. Ja, bitte? Ja, ich glaube, wir kommen da so bald hin. Ich drehe es ein bisschen um, die Logik. Also, wir stellen fest, eine solche Kante, die zwei Zusammenhangskomponenten von y miteinander verbindet, kann nicht in Groß X drin sein. Denn sonst können wir diese Kante dazu nehmen und hätten immer noch eine unabhängige Menge, einen zirkelfreien Gesamtgraphen, einen Wald. So, und damit sind wir eigentlich praktisch schon fertig. Das bedeutet, dass alle Kanten von Groß X in den Zusammenhangskomponenten von Groß Y sein muss. In jeder einzelnen Zusammenhangskomponente von Groß Y war Groß Y maximal, hat maximale Kardinalität. Das heißt, in jeder Zusammenhangskomponente gilt Anzahl Kanten von x in der Zusammenhangskomponente ist kleiner gleich Anzahl Kanten von y in der Zusammenhangskomponente. In jedem Einzelnen folgt es einfach darauf, dass y in seinen eigenen Zusammenhangskomponenten maximal ist. Und da es keine weiteren Kanten in Groß X geben kann, heißt das, dass die Kardinalität von x nicht größer sein kann als die Kardinalität von y. Und damit sind wir mit diesem Beweis schon fertig. Ich hoffe, dass dieser Beweis ein bisschen Einsicht in die Natur von Matroiden gibt, dass das Ganze vielleicht doch nicht so abstrakt ist, wie es auf den ersten Blick scheint. So, jetzt muss ich gucken. Ich habe nicht vorher geschaut, aus was für einem Blickwinkel ich da das jetzt sinnvoll fotografieren kann. Ich denke, ich sollte mal den Beamer ausmachen kurz. Ja, das sollte ausreichend. Vielleicht kann ich das sogar von hier vorne noch vernünftig hinkriegen. Ja, das ist perfekt. Nicht für meinen Rücken, aber für das Bild, was rauskommt. Und da mein Apparat des Öfteren auch mal die Bilder irgendwohin tut, wo ich sie nicht wiederfinde oder ja, keine Ahnung, werde ich doch sicherheitshalber noch mal schauen, ob das Bild da angekommen ist, wo es hingehört. Kleinen Moment. "2016 02, keine Daten." Ja, genau. Wie ich schon sagte, kann natürlich sein, dass der jetzt auf dem anderen Speicher. Ich bitte um Entschuldigung, dass es jetzt einen kleinen Moment dauert, aber sicherheitshalber würde ich das gerne mal kurz schauen. Nee, also ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Der ist wieder nicht angekommen. Sonst muss ich das Bild nochmal im Nachgang zeichnen und fotografieren. Ja, jetzt ist es da.
Dieses Bild ist jetzt plötzlich da. Gut, damit haben wir das. Und das ist hier einfach nur, was ist Groß V nochmal an dieser Stelle? Wie ist das eingeführt worden? Ach so, die Knotenmenge und die Kanten von... Bitte? Ach so, Entschuldigung. Was ist Groß V hier? Das ist die Knotenmenge und Y ist die Kantenmenge dazu. Und Sie sehen jetzt hier, im Prinzip läuft es auf dasselbe hinaus, was ich gemacht habe. Nur ja, auf Connect, genau. Jede Zusammenhangskomponente von X ist eine Teilmenge der Zusammenhangskomponente von Y und daraus ergibt sich sofort, dass X nicht größer als Y sein kann. Gut, Matroide. Wir brauchen noch äquivalente Aussagen. So, wenn wir ein Matroid haben, wie wir es eben gesehen haben, hier, das ist nichts anderes als die Definition von Matroiden, die wir gesehen haben. Wenn wir zwei unterschiedlich große Mengen haben, dann kann ich in der größeren Menge ein Element finden, das ich zur kleineren dazu tun kann und es bleibt immer noch unabhängig. Das zweite ist nichts anderes als die Einschränkung dieser Aussage auf den Fall, dass die beiden Mengen genau um 1 unterschiedlich sind. Und das dritte ist die Aussage, die schon immer im Raum geschwungen ist hier, nämlich genau dann, wenn das Ganze ein Matroid ist, also das genau dann habe ich noch bisher nicht gesagt, aber genau dann, wenn das Unabhängigkeitssystem ein Matroid sind, genau dann haben die Basen alle die gleiche Kardinalität. Und daraus sehen Sie dann auch schon, dass die linear unabhängigen Vektoren ein Matroid bilden, denn da wissen Sie aus der Linienalgebra, alle Basen sind gleich groß. So, das ist ein Ringschluss von hier nach hier ist es kein Problem, denn wenn für alle Paare x und y mit x größer y die Eigenschaft erfüllt ist, dann ist es natürlich erst recht erfüllt für alle Paare, wo x und y sich gerade um 1 unterscheiden. Also trivialer geht es gar nicht mehr. Okay, es geht immer noch trivialer, klar. So, von hier nach hier. Wenn ich, oder ich kann es auch von hier nach hier sagen, von M3 nach M3-2', wenn ich zwei Basen hätte, die unterschiedlich groß sind, dann könnte ich von der größeren Basis ein Element ins kleinere transplantieren und hätte immer noch eine unabhängige Menge im Widerspruch dazu, dass das kleinere eine Basis war. Damit auch schon. Das heißt, aus M3 folgt M3' und M3'2'. Und jetzt müssen wir nur noch von M3'2' nach M3 den Ringschluss zurückführen. Wenn alle Basen dieselbe Kardinalität haben, dann müssen dann muss es ein Matroid sein. So, also nehmen wir uns wieder zwei Mengen her, x und y mit unterschiedlicher Größe, denn in M3 wird ja genau über diesen Fall, dass x und y unterschiedliche Größe haben, etwas ausgesagt. Nehmen wir uns also zwei solche her. So, y kann, da y kleiner als x ist, können wir erst einmal festhalten, dass y keine Basis sein kann von x vereinigt y. X ist größer als y kann keine Basis sein für irgendwas, wo x drin ist. Gut, wenn y keine Basis ist von x vereinigt y, dann müssen wir in x vereinigt y aber irgendwas noch finden, was wir zu y dazu tun können, um näher zu einer Basis zu kommen. Und wenn dieses kleine x aus x vereinigt y ohne y ist, dann ist es natürlich erst recht aus x ohne y, weil es nicht in groß y drin ist. Genug mit y's gehört? Also ein kleiner Trick nur. Wir gehen über zu dem Raum x vereinigt y, stellen fest, dass y in diesem Raum nicht maximal sein kann. Das heißt, dass wir da noch was dazu tun können. Wo kann das herkommen? Von groß x. Und damit haben wir genau die Aussage, dass von groß x was herkommen kann, was wir zu groß y hinzutun können, schon mit diesem kleinen
Taschenspielertrick bewiesen. So, dann wissen wir also, insbesondere wenn wir von Matroiden reden, dass alle Basen dieselbe Kardinalität haben. So, tata, jetzt kommt der zentrale Satz, über den es hier in dieser Vorlesung dann noch gehen wird. Wir haben ein Unabhängigkeitssystem. Haben wir jetzt oft genug gesehen, was das ist. Und ich finde es interessant, auch hier wieder in puncto Prüfung, dass sich hier auch wieder die Geister ein wenig scheiden. Diejenigen, die es schaffen, mit den Quantoren, die hier drin stecken, in diesem Satz richtig umzugehen. Und diejenigen, die das nicht schaffen, beziehungsweise die gar nicht erst auf die Idee kommen, über Kostenfunktion dabei zu reden, wenn sie versuchen, diesen Satz mir nahezubringen in der Prüfung. Was steht hier? Was hier steht, ist, das Ganze ist ein Matroid, genau dann, Sie sehen rot unterlegt, every, wenn für jede Kostenfunktion vom Greedy-Algorithmus eine 100% optimale Lösung konstruiert wird. Denken Sie an den Algorithmus von Kruskal, der für jede Kantenbewertung, für jede Definition der Kantenlängen einen optimalen Spannenbaum konstruiert. Was jetzt für Sie keine Überraschung dann mehr sein sollte, denn Sie wissen, dass der Algorithmus von Kruskal ein Matroid ist und Sie wissen aus der GDE2, dass das da immer optimal ist. Ja, also hier steht nicht, dass es für irgendeine Kostenfunktion optimaler Wert liefert. Das wäre trivial, weil wenn Sie die Kostenfunktion identisch 0 hernehmen, dann ist natürlich jede unabhängige Menge eine Optimallösung, jede zulässige Lösung ist eine Optimallösung. Ja, gut, dass dann der Greedy-Algorithmus auch eine Optimallösung liefert, ist damit klar. Sondern die Garantie ist für jede. Das heißt also umgekehrt, wenn es kein Matroid ist, gibt es mindestens eine Kostenfunktion, bei der der Greedy-Algorithmus in die Irre geht. Und mindestens eine heißt natürlich bei solchen Sachen immer, es gibt auch unendlich viele. So, das ist die eine Richtung. Wir nehmen an, dass EF ein Matroid ist und wollen zeigen, dass der Greedy-Algorithmus dann zu einer Optimallösung führt. Sie sehen, es ist ein bisschen Aufwand, zwei Folien, ein bisschen gequetscht, aber ich glaube, das kann man durchaus auch verstehen, was da steht. Wir müssen jetzt auch ein paar Sachen zusammensammeln, die wir jetzt hier erarbeitet haben. Ich will wieder versuchen, das Ganze an der Tafel ein bisschen zu machen, dass die Struktur ein bisschen klarer herauskommt. So. Da fällt mir ein, Tafel versus Folien. Zwei Leute haben Freitext formuliert, dass das Folienlayout nicht so toll ist. Also für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich offen. Also mich stört das Folienlayout, wie es jetzt ist, nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe der Vorlesung. Oder ich gehöre nicht zur Zielgruppe der Vorlesung. So, ich will das jetzt hier so machen. Ich nehme jetzt die Greedy-Lösung her und ich sortiere die Greedy-Lösung nach ihren Kosten. C ohne Einschränkung. C von E1. Der Output auf der Greedy. Moment. So. Größer gleich C von E2. Größer gleich. Jetzt muss ich mal überlegen, dass diese Argumentation. Genau, die Argumentation kommt gleich erst. Das brauche ich jetzt noch nicht anzuzeichnen. Hier sind erstmal nur die Vorarbeiten auf dieser Folie. Ich nehme also an, das hier ist die Greedy-Lösung, hat eine gewisse Anzahl von Elementen, die nenne ich K. Zunächst einmal. Zum Beweis des Gegenteils gehe ich davon aus, dass es irgendeine andere Auswahl gibt mit irgendeiner anderen Kardinalität klein l, sodass dieses Ergebnis
besser ist als das vom Greedy generierte. Das heißt also, dass die Summe der Profite für diese Lösung, die ich nicht kenne, größer ist als die vom Greedy generierte Lösung. So, davon gehe ich jetzt erst einmal aus. Diese Annahme will ich zum Widerspruch führen, wenn wir ein Bandroid haben. Dass es also keine andere Lösung groß F' gibt, die besser ist als die Greedy-Lösung. So, wir sind hier im Fall, dass die Profite größer gleich 0 sind. Dann können wir ohne Einschränkung davon ausgehen, dass F' eine Basis ist. Wenn F' keine Basis ist, dann fügen wir einfach noch weitere Elemente dazu. Wird ja nicht schlechter. Wir verlieren ja nichts dadurch. Die Profite werden nur größer gleich. Also OBDA ist F' eine Basis. Wenn es keine Basis ist, fügen wir Elemente hinzu, bis es eine Basis ist und gut ist. So, machen Sie sich klar, dass der Output des Greedy-Algorithmus auch eine Basis ist. Immer, ja. Weil Sie ja nur dann ein Element verwerfen, wenn Sie es beim besten Willen nicht einfügen können, wenn Sie damit den Zyklus schließen würden. Denken Sie an spannende Bäume. Das Ergebnis ist immer ein, also das Ergebnis von Kruskal ist immer ein spannender Baum. Also eine Basis. Und jetzt wissen wir, dass die Basen alle gleiche Kardinalität haben. Das heißt, wir haben zunächst einmal hier K und L unterschiedlich angesetzt, zwei unterschiedliche Buchstaben hier genommen, aber eigentlich sind beide dieselben. Beides die Greedy-Lösung und OBDA die bessere Lösung, von der wir beweisen wollen, dass sie nicht existiert, dass sie zum Widerspruch führt. Beide haben dieselbe Anzahl von Elementen. So, jetzt kommt das dahin, was ich jetzt eigentlich machen wollte. CE3 zum Tafelbild. Ich muss gucken, mal kurz eine Folie weiter, ob da irgendwo M, genau. C EM minus 1, C EM und so weiter bis C EK. So, ich habe jetzt die Elemente die der Greedy-Algorithmus gefunden hat, nach Größe hier sortiert hingeschrieben, ohne Einschränkung, genauso nummeriert. Und ich schreibe jetzt von der, ein bisschen mehr Platz vielleicht, nach unten hin. So. Ich schreibe jetzt von dieser angenommenen besseren Lösung auch die Elemente alle einfach so untereinander hin. Hier halten wir bei M mal kurz an und schauen uns das an. Und bis hier kann ich K ist gleich L, hier kann ich auch, halt, ich habe hier gewechselt, nee, F ist hier natürlich nicht E, F, K. Ja, das kann ich einfach machen. Ohne Einschränkung ist die Nummerierung absteigend, dann kann ich die alle untereinander schreiben. So. Was bringt uns das Ganze? Also Sie sehen hier im ersten Punkt habe ich genau das gemacht, nur dass ich jetzt diese Sequenz der Es und diese Sequenz der Fs untereinander geschrieben habe. So. Es gibt jetzt irgendeinen. Es kann jetzt sein, dass zunächst einmal die ersten so und so viele Indizes die Eigenschaft haben, dass der Greedy-Algorithmus hier was Größeres in dieser speziellen Reihenfolge geliefert hat, als in dieser besseren Lösung drin ist. Aber es kann auch, also dieses m minus 1 kann auch 0 sein, das m kann auch 1 sein. Es kann sein, dass kein einziges Mal hier ein Größer gleich hinzuschreiben ist, von oben nach unten zu lesen. Ja, das könnte sein. Aber so im Allgemeinen kann es durchaus sein, dass mehrfach bis zu einem gewissen m minus 1 zunächst einmal der obere größer gleich wie dem jeweils darunter stehenden ist. Also E1 größer
mehr Profit als F1, E2, mehr Profit als F2 und so weiter, bis zu einem gewissen Index. Aber dieser Index muss existieren, denn insgesamt ist die untere Summe größer als die obere Summe. Das heißt, es kann nicht bis K immer größer gleich gehen, sondern irgendwo muss es dann zum ersten Mal ein kleiner geben. So, wo C von EM kleiner als C von FM ist. Das muss es einfach geben, sonst wird die Summe von den unteren nicht größer, irgendwann größer als die Summe der oberen. So, und jetzt können wir unser X und unser Y konstruieren, wo wir zeigen können, die erfüllen nicht die Matroid-Eigenschaft. Unser X, das sehen Sie hier an der Tafel, sind alle oberen bis M-1. So, das ist unser Y. Und unser unser X ist das hier. Und das ist unser X. So, und jetzt haben wir die Situation, X-Betrag ist um 1 größer als Y-Betrag. Y ist unabhängig, weil der Greedy-Algorithmus insgesamt eine unabhängige Menge natürlich konstruiert hat. Und wenn ich hier nur den Anfangsabschnitt hernehme, unabhängige Mengen zeichnen sich dadurch aus, wenn ich zu einer Teilmenge übergehe, bleibt es unabhängig. Und genau mit demselben Argument hier, wir sind von einer besseren unabhängigen Menge F1 bis FK ausgegangen. Und wenn ich nur die Teilmenge F1 bis FM rausnehme, bleibt es natürlich unabhängig. Zwei unabhängige Menge mit um 1 unterschiedlicher Kardinalität. So, jetzt, wenn es ein Matroid wäre, dann hätte ich für Y, der Greedy-Algorithmus hat irgendwann Y konstruiert. Wenn es ein Matroid wäre, dann hätte der Greedy-Algorithmus nach Definition des Matroids hier aus der Menge F1 bis FM ein Element wählen können und hinzufügen können. Und diese Elemente, das ist jetzt der entscheidende Punkt, alle diese Elemente F1 bis FM haben mehr Profit als EM. Hier, C von EM kleiner C von FM, kleiner gleich C von FM minus 1 und so weiter bis kleiner gleich C von 1. Alle Elemente von X haben echt besseren Profit als das Element EM. Einer davon hätte nach Matroid-Eigenschaft vom Greedy-Algorithmus gewählt werden können. Und das ist schon ein Widerspruch. Denn sie alle sind betrachtet worden, weil sie echt größer sind als EM, sind alle Elemente von Groß X betrachtet worden vor EM vom Greedy-Algorithmus. Einer davon hätte nach Matroid-Eigenschaft werden können. Der Greedy-Algorithmus hat es nicht ausgewählt. Das heißt, entweder ist der Greedy-Algorithmus fehlerhaft implementiert worden oder es ist kein Matroid. Das ist die gesamte Logik. Ich denke, in diesem Bild ist das besser, eingängiger dann nachzuvollziehen, als wenn ich jetzt hier versuche, das anhand der Folien, diese eine Folie zu machen, die aber im Grunde dasselbe aussagt, nur nochmal in Stichworten jeweils zusammengefasst. Dann sollte ich das Bild jetzt auch mal fotografieren und Sie werden mir sicher nachsehen, dass ich sofort dann schaue, ob das Bild was geworden ist. Normalerweise klappt es, aber hin und wieder, ich weiß nicht wieso, gibt es da allerdings möchte ich nicht ein neues Handy kaufen, weil das Ding ist jetzt 5 Jahre alt. Es hat natürlich seine Macken. Die hat es auch schon von Anfang an gehabt, klar. Aber wenn ich es sehe, allein schon physische Tastatur und so, also ich persönlich möchte so lange wie möglich noch so ein altes Handy haben. Und wenn ich sehe, wie oft mir das schon krass runtergefallen ist und nichts passiert ist, also das Ding funktioniert immer noch,
Weiß ich nicht, ob man das von jedem neueren so ohne weiteres sagen kann. Also mein Minitab ist mir einmal runtergefallen. Seitdem habe ich da ein schönes Spinnennetz auf der Scheibe. Und wie so ist, lässt sich die Scheibe nicht austauschen. Gut. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das ist vielleicht ein bisschen vor Ihrer Zeit, aber rund um die Jahrtausendwende kann ich mich erinnern, da gab es Werbung für Handys im Fernsehen. Da sind Lastwagen über Handys rübergefahren, um zu zeigen, wie stabil die sind, ne? Könnte man kaum glauben heutzutage. Gut, das ist die eine Richtung des Beweises. Hier sehen Sie, was Sie im Bild auch sehen, die beiden Abfolgen. Und hier der Index M definiert, die beiden Mengen X und Y definiert und dann einfach gesagt, mit diesen X und Y kann da was nicht stimmen. Der Greedy-Algorithmus muss Mist gebaut haben oder es ist kein Matroid. Ist doch interessant, wie sich mal die Vorgehensweise eines Algorithmus mit der Struktur irgendwie so verknüpfen lässt, oder? So, jetzt die andere Richtung. Wir haben jetzt die Hinrichtung war, wir gehen davon aus, dass es ein Matroid ist. Wir wollen zeigen, dass der Greedy-Algorithmus garantiert für jede Profitfunktion, ja, ich habe die Profitfunktion ja nicht besonders definiert oder eingeschränkt. Ich habe ja eine beliebige Profitfunktion hergenommen im Beweis. Also wir hatten da gezeigt, dass dann der Greedy-Algorithmus für jede Profitfunktion korrekt läuft, das korrekte Optimum liefert. Jetzt gehen wir von der umgekehrten Situation aus, dass das Unabhängigkeitssystem kein Matroid ist. Und was ist jetzt die logische Kontraposition des Satzes? Was ist jetzt genau die Umkehrung? Nee, Entschuldigung, nicht die Kontraposition. Es ist gerade nicht die Kontraposition, sondern genau die umgekehrte Richtung der Äquivalenz. Wissen Sie, wovon ich jetzt gerade geredet habe? Was logische Kontraposition ist? Aus A folgt B, Kontraposition ist, aus nicht B folgt nicht A. Und genau das ist ja oft der Fehler, den man macht, wenn man eine Äquivalenz beweisen will, dass man die Kontraposition im zweiten in der Rückricht anstelle der Rückrichtung beweist. Also genau unterscheiden, wir beweisen ja die Rückrichtung und nicht die Kontraposition. Denn die brauchen wir nicht zu beweisen. Übrigens auch ein gern gemachter Fehler in Prüfung, dass die einfache Richtung zuerst bewiesen wird und dann in Kontraposition nochmal bewiesen wird. So, wir wollen, dass der Greedy-Algorithmus dann für mindestens eine Wahl der Profitwerte nicht die optimale Lösung liefert. Ja? Hier reicht es uns, ein Beispiel zu konstruieren. Die umgekehrte Richtung ist keine Allaussage mehr, sondern eine Existenzaussage. So, also, wir nehmen an, dass es kein Matroid ist. Wenn es kein Matroid ist, dann heißt es, wir haben zwei unabhängige Mengen, die Matroid-Eigenschaft nicht erfüllen. Denn die Matroid-Eigenschaft ist eine Allaussage über alle Paare von unabhängigen Mengen, die unterschiedlich groß sind. Wir nehmen uns eine unabhängige Menge her, F1, und eine andere unabhängige Menge, F2, mit genau einem, einer, die Größe ist um genau eins unterschiedlich. Da benutzen wir nochmal, was wir vorhin bewiesen haben. Ein Unabhängigkeitssystem ist genau dann ein Matroid, erfüllt die Matroid-Eigenschaft für alle Paare XY mit unterschiedlicher Kardinalität. Genau dann, wenn sie die Eigenschaft erfüllt für alle Paare mit genau um 1 unterschiedlicher Kardinalität. Genau das benutzen wir hier in der Konstruktion. Wir haben zwei unabhängige Mengen, die Matroid-Eigenschaft nicht erfüllen und genau 1 unterschiedlich sind. Ja, wenn es kein Matroid gibt, muss es die beiden geben. Das heißt also, ich kann aus der größeren der beiden kein Element hernehmen, in das kleinere packen, sodass das Ganze noch unabhängig ist. Wir nehmen an, dass p größer gleich 2 ist. Wenn p kl kleiner 2 ist, dann funktioniert der Beweis nicht so richtig gut, aber der Fall ist auch nicht weiter interessant. So, jetzt aus diesen Gegebenheiten, also insbesondere aus dem P, der Größe des kleineren von den beiden, konstruieren wir jetzt einfach eine Profitfunktion, die wir maximieren wollen, wo der Greedy-Algorithmus in die Irre läuft. Wir führen den Greedy-Algorithmus durch Definition
der Zielfunktion absichtlich, vorsätzlich, gemein wie wir sind, in die Irre. So, die ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, denke ich. Die Logik dahinter ist einfach die, wir führen den Greedy-Algorithmus in die Irre, indem wir ihn erst einmal alle Elemente von F1 suchen, zusammensammeln lassen. Dafür müssen wir den Elementen von F1 den größten Profitwert geben. Ja, das heißt, der Greedy-Algorithmus wird zuerst die Elemente von F1 sammeln. So, jetzt ist das kein Matroid und F1 und F2 sind so gewählt, dass ich F1 nicht durch Elemente von F2 erweitern kann. So, jetzt alles, was nicht in F1 und F2 ist, ist neutral. Das ist kosten- oder profitneutral. Das heißt also, ich könnte zwar F1 noch erweitern durch weitere Elemente aus der Grundmenge, aber es bringt mir nichts, weil die alle Profit null bringen. Also in die Irre führen heißt, ich lasse den Greedy-Algorithmus erstmal F1 ganz zusammensammeln, weil die gebe dafür den Elementen von F1 die größten Profitwerte. Alle Elemente außerhalb von F2, von der Größe der beiden Menge, bringen nichts. Also da kann er noch sammeln, so viel er will, wenn er erstmal F1 aufgesammelt hat. Und er kann keine Elemente aus F2 ohne F1 mehr aufsammeln, denn F1 und F2 waren gerade so gewählt, dass von F1 nicht durch Elemente von F2 erweiterbar sind. Und jetzt muss ich noch diese beiden Werte so definieren, dass das falsch war. Dass also der Greedy-Algorithmus zwar munter die größten Werte aufgesammelt hat, aber dass das, was er nicht aufsammeln konnte, in Wirklichkeit insgesamt zu einem besseren Ergebnis führt. So, und die Behauptung ist, die hier in dieser Definition drinsteckt, wenn ich die Werte von F1 so wähle, P plus 2, P war die Kardinalität von dem kleineren von den beiden, P plus 1 die Kardinalität von dem größeren von den beiden, hier P plus 2, hier bei den Elementen, die übrig, die er nicht aufsammeln kann, P plus 1, und alles, was er noch aufsammeln kann gegenüber F1, 0, dass ich dann das Ziel erreicht habe, und das sehen Sie hier unten einfach ausgeführt. F1 ist das, was der Greedy-Algorithmus aufsammelt, plus noch potenziell weitere Elemente mit Wert 0, die ja an dem Profitwert nichts ändern. Kosten von F2 sind jetzt die, Entschuldigung, der Profit von F2. Naja, alle Elemente von F2 haben entweder Profitwert P plus 1 oder Profitwert P plus 2. Ja, alle Elemente von F2, die in F1 auch drin sind, haben Profitwert P plus 2. Alle Elemente, die von F2 sind, aber nicht in F1, haben Profitwert P plus 1. Das heißt, der Profitwert von F2 ist, jedes einzelne Element hat mindestens Profitwert P plus 1 und F2 hat nach Konstruktion P plus 1 viele Elemente. Das heißt, wir kriegen P plus 1 zum Quadrat als untere Schranke für den Profit von F2. Umgekehrt hier, F1 hat P-Elemente, jeweils mit Profitwert P plus 2, das heißt, wir kriegen das hier raus. Und jetzt kommt einer der seltenen Fälle mal im Studium, wo vielleicht mal die binomischen Formeln sinnvoll sind. Ja, wenn Sie hier binomische Formeln anwenden, werden Sie feststellen, dass hier ein echtes größeres Verhältnis ist. Dass also der Profit von F2 besser ist als der Profit von F1. Der Profit von F1 ist das, was der Greedy-Algorithmus aufgesammelt hat, und damit hat der Greedy-Algorithmus eine zulässige Lösung gebastelt, die nicht optimal ist. Ist die Logik so ungefähr klar geworden? Wir müssen ein Beispiel konstruieren, wo wir den Greedy-Algorithmus durch die höchsten Werte, die hier in dem ganzen Konstruktion vorkommen, erstmal irgendwo in eine Sackgasse reinlocken, wo er nicht mehr weiterkommt, jedenfalls nicht mit Erhöhung der Profite weiterkommt, nur mit gleichbleibenden Profiten durch Addition von 0. Aber hintenrum basteln wir uns eine andere Lösung, also andere Elemente, die er alle nicht nehmen kann,
weil er in der Sackgasse gelandet ist. Ja, die sind alle hinter der Mauer, hinter der Sackgasse, die alle nicht nehmen kann, die aber zusammengenommen dann etwas Besseres liefern. Schön, nicht? So ein einfaches Beispiel sich mal zu konstruieren, um das dann so hinzubekommen. Gut. Gibt es an dieser Stelle, ja, bitte? Warum wir p größer 2 nehmen müssen, oder größer gleich 2, Entschuldigung. Gute Frage. Es kann ja eigentlich von der Logik her nur daran liegen, dass hier irgendwas nicht stimmt oder so. Das ist sonst. Okay. Würde es passen? Aha. Okay, also es kann sein, dass, also ich sehe jetzt momentan auch nicht, warum p größer gleich 2 sein muss, warum es nicht ausreicht, p größer gleich 1 zu haben. Oder haben Sie es jetzt gesehen? Mit 0 würde es auch funktionieren. Dann weiß ich jetzt, gut, mit 0 würde es die Konstruktion nicht funktionieren, weil Sie können natürlich zur leeren Menge immer was aus der anderen Menge hinzufügen. Also da, das geht dann über die Definition von Matroid hinaus. Warum ich es jetzt für 1 nicht, warum 1 jetzt ausgeschlossen ist, sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Naja, umso besser, wenn wir 1 nicht ausschließen müssen. Gut. Vielleicht findet ja jemand, wenn er sich auf die Prüfung vorbereitet, dann noch irgendeinen Punkt dabei und kann es nochmal dann im Forum oder sonst wie mitteilen. Gut, damit ist das Thema Greedy-Algorithmen von meiner Seite aus durch. Achso, nee, noch nicht ganz. Minimierungsproblem, das ist das, was ich eben gesagt hatte, vorher gesagt hatte, ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass ich dazu noch eine Folie habe. Haben wir schon gesagt. Wenn die Basen alle gleiche Größe haben, dann können Sie diesen Trick anwenden, alle Elemente die Kosten negieren, haben Sie dann also negative Profite und alle um denselben Wert so weit hochziehen, dass Sie wieder positive Werte haben und Sie haben alle Basen um denselben Gesamtwert hochgehoben. Das funktioniert, wenn die Basen nicht alle gleiche Anzahl haben. Das haben wir vorhin gesehen, Beispiel kürzeste Wege, dann wo es kein Matroid ist, dann funktioniert dieser Trick leider nicht. Minimal spannende Bäume, das habe ich jetzt so oft genug gesagt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal ein weiteres Mal, glaube ich, hier betrachten. Der Algorithmus von Kruskal ist gerade der Greedy-Algorithmus und der Algorithmus von Kruskal funktioniert, weil da für jede, sollte ich nochmal sagen, nicht zu vergessen, für jede mögliche Auswahl der Kantenlängen funktioniert er, weil das zugrunde liegende Unabhängigkeitssystem, die zykelfreien Subgraphen ein Matroid sind. Also wir haben es in der GDI2, zumindest bei mir, auch direkter bewiesen, ohne über Matroide zu gehen, aber man hätte es auch gleichzeitig aus dem, was wir hier gesagt haben, sofort ableiten können. So, ach ja, der Punkt noch. Da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich das beim letzten Mal vorgezogen hatte, damit diese Aufnahme hier im Rahmen einer einzigen Veranstaltung, eines einzigen Termins stattfindet. Wir haben beim letzten Mal gesehen, den Greedy-Algorithmus für Matching, für gewichtsmaximales Matching. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass wir damit schon mindestens die Hälfte der Profite einfahren. Wenn wir dann mit weiteren Algorithmen da weitergehen, dann haben wir also schon eine viel bessere Ausgangsbasis. Die anderen Algorithmen müssen nicht mehr so viel leisten, wie wenn wir mit der leeren Menge angefangen hätten, mit dem leeren Matching als Startlösung. Ja? Wenn einem nichts anderes einfällt, nimmt man das leere Matching als Startlösung, um schrittweise ein bestes Matching zu generieren. Egal, ob jetzt die Anzahl der Kanten zu maximieren ist oder das Gesamtgewicht, wenn die Kanten eben einzelne Profite haben. Und mit Greedy-Algorithmus haben wir eben schon eine ganze Menge geschafft.
Es macht Sinn, das als Startlösung zu nehmen, weil der Grid-Algorithmus nun mal einfach zu implementieren ist. Also für Matching ist er ganz einfach zu implementieren. Ja, Sie nehmen eine Kante hinzu zum aktuellen Matching, genau dann, wenn an den beiden Endknoten noch jeweils noch keine Matching-Kante dran ist. Fertig. Müssen halt entsprechend überlegen, wie Sie Knoten und Kanten als Datenstrukturen repräsentieren, damit diese Überprüfung möglichst effizient geht. So, das nächste Thema wäre Approximationsalgorithmen, aber das ist für dieses Video nicht mehr relevant, denn dafür gibt es die Aufnahmen schon, die sind gelungen. Also gelungen kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Also man kann den Begriff gelungen unterschiedlich interpretieren. Also sie sind da, sie sind verstehbar als Arbeitsgrundlage für die Vorbereitung auf die Prüfung. So, sind wir also mit dem Video durch.